So Leute, ich habe es ja gesagt, da gibt es heute mal das Unboxing-Video. Ich war mal so frei und habe das schon aufgemacht, weil das mit Handy halten und hier rumtüdeln ist nicht so weiter mein Ding. Das haut dann doch nicht hin. Also, das ist das kleine Paket hier. Das ist das, um das es geht. Hier ist ein Kaffeebecher. Normalruhr, so einer wie er. In den Kaffee steht, ne? So, und jetzt geht's los. Das neue Gimmick, das Männerspielzeug, das ist es. Das ist top. Pass auf. Ich nehme den mal raus. Was haben wir denn da? Oh ja, guck mal. Als erstes haben wir da eine Noppenfolie. Eine Noppenfolie ist klasse. Da kann man hübsch mit spielen und dann kann man. Ich habe da, glaube ich, jetzt vorm Zugucken, vom Video drehen, habe ich zu lange mitgespielt. Poppt nichts mehr, ne? Also Noppenfolie, ganz cooles Teil. Hier Noppenfolie, top. Okay, was haben wir denn da noch? Oh, das sieht ja witzig aus. Wir haben ein riesen Metalldingens. Ja, kommen wir später zu. Was haben wir noch? Ui. Ah, wie das so ist in Paketen. Ich komme da jetzt gar nicht klar. Tada! Wir haben natürlich eine Rechnung. Da, Rechnung, ne? Und wir haben eine Anleitung. Ziemlich selten, dass da bei sowas hier mal eben schnell zum Arbeiten, dass da eine Anleitung bei ist. Also hier sieht klasse aus, ne? Hier Abziehschlitten-Set. Das ist es nämlich, ein Abziehschlitten. Was macht man mit so einem Abziehschlitten? So sieht er aus. Da gibt es dann zwei Schienen drauf. Hier sowas hier. Ganz simple Technik, ne? Schiene. Jetzt habe ich das vorhin so doll angezogen, dass ich das kaum auseinander kriege hier. So, und noch eine. Ja, so sehen die aus. Also nichts Großartiges weiter, ne? Das ist eine Bohrung mit einem Gewinde drin. Das ist eine handschraubbare Schraube. Wenn ich die hier reinschraube, dann drückt sie hier rein. Also irgendwie Klemmmechanismus, ne? Gut. Und was haben wir hier? Das ist das Ding, um das es geht. Ach, da kommt noch so ein Stück Holz raus, damit man das besser wegpacken kann. Das ist das Ding, um das es geht. So sieht's aus. Gar nicht viel Technik. Uralte Technik, um dazu nochmal ein paar Worte zu geben. Ja, was macht man damit? Da gibt es genug Videos. Die verlinke ich am Ende meines Videos. Das hier ist meine Wasserwaage. Wasserwaage. Cool. So. Und der Abziehschlitten passt. Wer mag es denken? Gleich da drauf und damit kann ich dann arbeiten. So sieht es aus. Na, das macht er. So, das macht er und dafür brauche ich ihn. Also, ich lege die Wasserwaage an die Wand. Die da lege ich an die Wand. Ich kann hiermit den Abstand so ein bisschen regulieren. So, kann man da drum machen, dann kann man so ein bisschen den Abstand regulieren. Von der Wasserwaage, wie weit sie von der Wand weg sein soll. Dann wird die gegen die Wand gestützt. Daneben mache ich einen Wall aus Putzmaterial oder Ansetzmörtel oder sowas. Dann nehme ich meinen Abziehschlitten, tue den drauf, ziehe den darüber. Der macht an dieser Seite hier, macht dann meinen Wall glatt, schwing und ich habe praktisch meine Putzschiene. So einfach ist das. Das gute Ding hier kostet irgendwie knapp 50 Euro mit Lieferung. Ja. Tatsächlich so einfach, wie es aussieht. Das war mein Unboxing-Video. Das ist Spielzeug für Erwachsene, damit sie dann schön ihre Wände putzen können.